Weiter geht's hier in PES 2021 in der Meisterliga und wir sind natürlich, keine Ahnung. Wir sind einfach am zweiten Spieltag, so. Sagen wir es, wie es ist. Zweiter Spieltag Premier League gegen Fulham. Bevor ich mich jetzt hier noch 100 Mal bei der Anmod verspreche. Und es geht gegen den Aufsteiger, wenn mich nicht alles täuscht. Da können wir vielleicht mal ein bisschen spielen hier. Smith Rowe ist gut drauf. Saka ist auch gut drauf. Lassen wir die doch gleich alle mal spielen. Oder zumindest, lassen wir sie gleich spielen. Smith Rowe, Saka. Sonst sieht die Aufstellung echt gut aus, muss ich sagen. Also können wir uns eigentlich kaum beschweren. Was schon, gut, jetzt haben wir natürlich recht wenig an Verteidigern. Da glaube ich, müssen wir schon noch mindestens einen mitnehmen. Dass wir hier zumindest ein paar Verteidiger auswechseln können. Falls es nötig ist, aber ich denke mal, ist ja nicht nötig. Ja, und in dem Moment ist mir jetzt vielleicht nötig gewesen, nachzudenken. Ich habe mir gedacht, dir wurde ja ein Transfer empfohlen, den du vielleicht machen könntest, weil du suchst ja nach Verteidigern und den hätten wir ja vielleicht. Den hätte man auch vor dem Spiel noch machen können, hätte man ein bisschen länger Zeit gehabt. Aber gut. Der wird am letzten Tag nochmal anhalten. Und dann versuchen wir es dann mal, Aarons von Norwich zu holen. Weil sonst sagt mir jetzt Schande über mein Haupt. Erstmal sage ich mal nix. Smith Rowe, der hier Startelf-Debüt gibt, würde ich fast schon sagen. Und dann gehen wir auch rein. Gegen Fulham und sind dann natürlich gespannt auf unseren Deadline Day. Der richtige ist ja gar nicht so lang her. Haben wir eigentlich schon noch ein paar richtig, richtig fette Deals erwartet. Also gut, es gab schon einige nicht schlechte Deals. Also ich meine, Barca mit dem Aubameyang Deal sind sie, glaube ich, gar nicht so schlecht weggekommen. Ja, den hätten wir uns sparen können. Ich muss auch sagen, ich bin mir bis jetzt noch nicht sicher, ob die den jetzt gekauft haben oder nur ausgeliehen haben. Es stand irgendwie beides immer im Raum. Oh, da können wir ja perfekt in die Mitte ziehen. Tierney hier versucht's. Aber leider bisher ohne Tor war, fand ich ein bisschen verwunderlich, dass ich da einfach so durch die Mitte durchspazieren konnte. Das kenne ich eigentlich nur aus den älteren PES-Teilen, sage ich mal. Dass ich da so... Doch. Okay. Dann nehmen wir halt. Dann machen wir es halt so. Ich wollte eigentlich, wenn, nochmal passen, nach unten passen. Aber okay. Lacazette. Der macht hier nicht lang Tamtam. Und macht den rein. Ist auch jetzt halt tatsächlich bei Arsenal. Bei Real Arsenal. Sag ich mal so, der letzte verbliebene Stürmer. In Ketia haben sie noch, aber muss ich sagen, ich schaue ja die Arsenal-Spiele, bin ich ja auch wirklich nur ein Highlight-Schauer, also, weil sonst, ich meine, es ist absurd, was man für alles Mögliche zahlen soll, wenn man alles sehen will, also, aber, und natürlich auch ein großer Twitter-Leser. Aber da immer, wenn der im Ketia spielt, da heißt es immer so, ja gut, direkt verkaufen bitte. Also, weiß ich nicht. Mal schauen, wie das mit Arsenal jetzt halt so in der Saison wird. Das war ja auch nochmal bis kurz vor Schluss nochmal die Verpflichtung von Morata im Raum gestanden. Was, glaube ich, jetzt halt kein schlechter Transfer gewesen wäre. Aber gut. Kam jetzt halt am Ende, kam es nicht mehr dazu. Ich glaube, Tottenham. Tottenham. Die haben nochmal groß eingekauft am letzten Tag. Und haben da nochmal irgendwie so, 70 Millionen oder. Ich weiß nicht, wie viel es war. Nochmal ein bisschen was auf jeden Fall ausgegeben. Oh nein, da müssen wir raus. Oh, aber Leno ist auf jeden Fall da. Gott sei Dank. Aber sonst ist es vergleichsweise wirklich, wirklich eigentlich wenig passiert, sag ich mal, in der Woche ohne Bundesliga. Da fehlen mir komplett die Themen.
wenn ich hier versuche aufzunehmen. Da weiß ich dann gar nichts mehr. Klar, Afrika Cup wäre jetzt halt, aber da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie hoch da das internationale Interesse ist. Aber weil sonst man bekommt eigentlich jetzt, sag ich mal, was heißt das internationale? Jetzt habe ich jetzt halt hier mit 100 Millionen Leuten auf der ganzen Welt irgendwie rede. Afrika Cup natürlich, aber so viel ist echt. Es hält sich im Moment in Grenzen. Ich weiß nicht, ob ich über die DFB-Pokal-Auslosung schon geredet habe, aber selbst die, es ist halt, ja, so richtig, die richtigen Banger-Matches kann man halt nicht sagen, kommen noch, weil es kommen keine mehr. Also ich meine, es wird auf jeden Fall eine heftige DFB-Pokalrunde, da muss man auf jeden Fall schon mal sagen, weil ich meine, es können tatsächlich ja, also ein Zweitligist kommt safe ins Halbfinale rein. Und ich meine, das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Aber jetzt muss ich trotzdem nochmal, ich muss ganz kurz fast schon die Aufnahme unterbrechen. Ich möchte jetzt halt schauen, Tottenham war doch das. Ich wollte jetzt nicht einen Scheiß erzählen, die da jetzt halt nochmal ordentlich eingekauft haben. Oder sehe ich da jetzt irgendwas falsch? Muss ich nochmal ganz kurz, ich habe mir die nämlich vorhin aufgemacht, habe mir natürlich gedacht, ich informiere mich natürlich ein bisschen, bevor ich hier irgendeinen Scheiß laber. Highest Spending Clubs haben wir hier Tottenham, 29 Millionen, okay. So viel zu den 70 Millionen. Interessant. Gut, haben wir das auch noch geklärt. Also Tottenham doch nur mit 70 Millionen. Newcastle steht an der Spitze tatsächlich. Die haben allein in dem Wintertransferfenster jetzt hat 102 Millionen rausgehauen. Und das würde ich würde tatsächlich sagen, ja, jetzt hat nicht mal unbedingt jetzt. Oh, schade. Tierney verspringt der Ball. Und ich würde jetzt ehrlich gesagt sagen, ja, also, glaube ich, da hätte man schon bessere Transfers machen können. Also, 102 Millionen haben die jetzt, finde ich, nicht so viel Namhaftes geholt. Klar, also, dass die jetzt hier nicht auf einmal, weiß ich nicht, Messi, Ronaldo, Mbappé und weiß ich nicht, wen alles gleichzeitig holen. Oh, Aubameyang, ja, gut, wenn der gar nicht mehr aufhört zu sprinten, wenn ich schon den Controller-Nippel komplett durchs Zimmer fliegen lasse in die andere Richtung und der trotzdem nicht anhält, dann können wir natürlich auch nichts machen. Nee, aber muss ich ehrlich gesagt sagen, 102 Millionen finde ich schon gar nicht so viel. Zweiter eben Juve mit 97 Millionen. Jetzt ja gut, aber die haben halt auch Vlahovic gekauft, der natürlich auch den ein oder anderen Cent gekostet hat. Was aber, sag ich mal, bestimmt ein besserer Transfer wäre oder war, als die von Newcastle, würde ich fast schon sagen. Weiß ich nicht. Aber gut, über Newcastle haben wir, glaube ich, auch schon die letzten Folgen immer ganz, ganz fein geredet. Dass wir hier relativ, oder ich zumindest relativ wenig von Newcastle halte. Und, hallo? Schiri? Foul? Das muss ich jetzt ganz kurz anschauen. Wieso lag da ein Aubameyang am Boden, wenn ich fragen darf? So, wir schauen, da. Ja. Toll. Schiri wieder, hat seine Augen wieder nirgendwo. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal aufs Spiel, weil ich könnte mir nämlich vorstellen, wenn ich so weitermache, dann gleitet mir dieses Spiel eben noch aus der Hand. Genau mit solchen Chancen nämlich. Weil ich mich gerade viel zu sehr auf die Transfers konzentriert habe. So, Leno, Alaba und jetzt bauen wir den auch mal richtig schön auf hier, den Spielzug. Smith Rowe. Aber wollte gerade schon sagen. Da möchte ich jetzt, ja, besser ist es. Da möchte ich jetzt aber schöne Karte sehen. Ich hoffe mal, Saka nicht verletzt, aber sowas wie Verletzungen gibt es ja leider in den neueren Teilen, eher weniger. Ist mir erst letztens auch wieder richtig bewusst geworden, sage ich mal, weil
ich weiß nicht warum, aber ich hatte einfach Bock. Ich habe hinter mich in mein Regal geschaut, wo meine ganzen Spiele stehen. Und da standen einfach dann halt hier der 10er, der 11er und der 12er von PES. Und ich habe mir gedacht, komm, das PES 12 damals, ich glaube, damals konnte man noch die Statistiken ja anschauen. Wie lange man in welchem Modus verbracht hat, konnte man in-game tatsächlich machen. Und boah, Alter, ich verliere wirklich jeden Ball. Das ist ganz, ganz grauselig. Ich weiß nicht, was überhaupt los ist hier. Wir wechseln mal hier fein durch. Und Eriksen wechseln wir auch noch. Unsere Offensivabteilung, weil viel gutes Gameplay gibt es hier heute leider nicht zu sehen. Also hätte man meinen können, okay, gegen einen Aufsteiger, da ist vielleicht der ein oder andere gute Spielzug drin, aber boah, so einer zum Beispiel. Aubameyang, der kommt da zum Schuss. Immerhin. Wo war ich jetzt hingewiesen? Genau. Ich habe mir hinter mir im Regal die ganzen PES-Teile gesehen und habe mir gedacht, boah, jetzt komm, schmeiße einfach PES 12, schmeiße die CD einfach schnell rein, installierst es. Und einfach ein bisschen zocken. Also, was ich dann auch noch geil fand, dann habe ich natürlich auch geschaut, okay, finde ich vielleicht irgendwo noch einen Download-Link zu irgendeinem alten Patch. Und tatsächlich gab es auf der einen Seite, hat tatsächlich jemand die ganzen PES-Edit-Patches, glaube ich, sind's, für 10... 11 und 12, ich weiß nicht, ob für die anderen danach auch. Ich habe natürlich nur für die geschaut, die ich auch, sag ich mal, wirklich habe. 13, 14 fehlen mir ja noch in meiner Sammlung. Und die gab es da tatsächlich. Da habe ich mir gedacht, okay, schaust du da mal rein. Und da eben ist es mir auch aufgefallen, ja. Da sind so Spielerverletzungen, die sind schon deutlich krasser. Na, Lacazette kommt da nicht hin, der ist auch schon gut durch. Dass da eben auch schon mal so Spieler mehr als eine Woche verletzt sind. Also nicht, auch nicht nur zwei, sondern auch mal, weiß ich nicht, dann steht da, weiß ich nicht, fällt 5 Monate aus. Das fand ich schon cool damals. Ja, wir gewinnen ein Spiel, was, ja, nicht als das Beste wahrscheinlich in Erinnerung bleibt. Aber Saka und Lacazette haben es am Ende dann ausgemacht. Schauen wir auf die Ergebnisse. Fulham Arsenal 0-1, West Ham Crystal Palace 0-4, Liverpool Everton 0-1, Sheffield Man City 0-2, Leeds gegen Burnley 0-2, Wolves gegen Bournemouth 0-2, Norwich gegen Leicester 1-0, Man U gegen Southampton 2-0, Watford Brighton 1-1 und Tottenham gegen Chelsea mit einem 1-1. Somit sind wir immerhin schon auf dem dritten. Mit drei Teams sind wir, ja gut, zwei Spiele, 2-1-0 Siege. Geht bestimmt auch besser. Aber, naja. So, und jetzt geht natürlich die große Panik los. Schön am Deadline-Day, da schaut man dann hier so, das stelle ich mir auch in echt so vor. Da gehen dann die ganzen Trainer, die gehen dann so wie ein Football-Manager oder wie hier eben, die gehen dann hier hin und denken sich, boah, ja, komm, also nicht die Trainer, die, na, wie heißen sie denn? Ich würde sagen, die ganzen Brazzos. Ach, keine Ahnung. So, aber wir suchen ja Sportvorstand. Also Sportvorstand? Oh Gott. Ich bin einfach durch heute. Nee, hier wollen wir hin. Norwich. Ich muss auch kurz nicht, ob die bei uns noch überhaupt in der Liga sind oder ob die nicht vielleicht abgestiegen sind. Vielleicht ist der Gute ja hier auf der Transferliste schon mal. Nee. Dann gehen wir einfach so hin. Und dann Aarons. Guck mal hier, 77er Wert. Ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Junges Talent. Rechte Abwehrseite. Und zeigt straight nach oben wirklich. Also könnte ich mir vorstellen, dass wenn man den vielleicht ein bisschen pusht, dass der auch tatsächlich... Boah. Denn warum nicht? Wir können ja mal fragen. Er ist nicht überzeugt, dass seine Rolle bei uns im Verein so hinpasst. Wir müssen mit großer Sorgfalt. 26 Millionen. Aber der Verein ist offen für den Verkauf. Aber 26 Millionen ist schon kein schlechter Preis. Wie viel ist denn der Marktwert? 20 Millionen.
Wollen wir es so rum machen? Kaufoption? 18 Millionen? 16 Millionen? Moment, wenn wir 16 Millionen und 8 Millionen Freigabegebühr, dann sind wir bei 24 Millionen. 1,8, das war das Gehalt auch so. Holen wir uns den Brie, würde ich sagen. Der Verein verlangt eine Ablöse von 8,7. Die verlangen nochmal 1 Million mehr. Verhandlungen mit Coutinho und Wilshere. Die lassen wir ungern noch gehen. Also gerade Coutinho. Die wollen wir schon halten. 35 Millionen ist jetzt nicht schlecht, aber und für Wilshere haben wir ja schon, ja, wenn wir ihn die Saison nicht benutzen, dann glaube ich, ist es doch vielleicht an der Zeit, vielleicht an den Verkauf zu denken. Ja, dann haben wir jetzt zumindest, naja, wir sind ein bisschen runtergegangen. Oder? Moment. Doch, Freigabegebühr 16 Millionen. Für 32, okay, ich war gerade kurz verwirrt wegen den 32 Millionen, aber okay. Machen wir das. Machen wir nicht ganz so viel Geld raus, sondern machen auch mal eine Ausleihe. Ist ja im Moment eh, sage ich mal, eher im Trend, dass man eher Spieler ausleiht mit einer Kaufoption, was ja auch ehrlich gesagt natürlich nicht dumm ist. Aber ich glaube fast, wir sind gut dabei. Ich würd sagen, wir sind gut dabei. Wir haben jetzt noch Aarons geholt. Also ich meine, da haben wir jetzt zumindest noch einen Rechtsverteidiger, den wir eventuell pushen können. Können wir mal schauen, vielleicht wird er ja ein bisschen besser, wenn wir ein bisschen einsetzen. Auch wenn im Moment, glaube ich mal, an Bellerin erstmal noch nichts vorbeiführt. Viele glauben, sie werden die Gruppenphase problemlos überstehen. Wie bewerten sie ihre Aussichten? Wir können die Gruppe gewinnen. Es ist spannend bis zuletzt. Ein Gruppensieg wäre ein Bonus. Wir können die Gruppe gewinnen. Wir sind ja gut drauf. In diesem Wettbewerb gibt es keine leichten Gruppen. Aber ich bin natürlich froh, dass wir der Todesgruppe in Gang sind. Ich möchte unser Weiterkommen so früh wie möglich in trockenen Tüchern haben. Und etwas Abstand, weiß ich nicht. So, Lacazette noch in der Mannschaft des Monats. Und dann würde ich es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Dann würde ich nämlich sagen, wenn ihr es wieder awesome fandet, lasst euch einen Kommentar und im besten Fall natürlich noch ein Abo. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann in die Champions League reinstarten. Neuer Anlauf international. Letztes Jahr Euroleague hat es ja nicht geklappt. Vielleicht dieses Jahr in der Champions League. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder. Bis dahin. Servus.